Ja, hi Leute, Mr. Bergveteran wieder hier und heute mit einer weiteren Folge von Far Cry 5. Und ich mache die Mission Todeswunsch, also unser Ziel, erreiche die Golden Valley Tankstelle. Das heißt, hier sind Gegner, nee Spaß. Wir fahren jetzt dorthin und dort muss ich einen Jeep klauen, der mit einem, ich glaube, also Kaliber 50 Maschinengewehr ausgerüstet ist, so eins wie da hinten gerade schießt auf mich. Okay, nee, hat er schon ausgeschalten. Und ja, das muss ich klauen. Ernsthaft? Ja, komm, geil, gut gemacht. Kabusch. Da ist auch noch irgendwo einer. Nee, nicht ernsthaft. Die holen sich den Truck. Komm. Gib Gas. Beschaffe den Todeswunsch. Verfolge. Ja, komm, Alter. Ich hätte mir gedacht, das mache ich jetzt einfach und schieße den mit Scharfschützengewehr raus. Aber nee. Einfach geht nicht. So. Das heißt, wir müssen uns den Karren jetzt holen. Mal sehen, wie sich die Typen schlagen hier. Ist er tot? Nee, nicht. Tot, oder? Ja, jawoll, Alter. Das ist voll simple clever. Ich hätte mir gedacht, das könnte schwerer werden. Komm, jawoll. Wo ist Hulk? Hulk, komm. Komm mit, komm. Gib Gas jetzt. Zu US-Auto. Ja, das war ja voll einfach jetzt. So. Mal sehen, wie das Fahren jetzt wird, weil ich werde jetzt sicher verfolgt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so einfach vorbei ist. So, jetzt komm. Kaliber 50. Ne, es ist gar kein Kaliber 50. Das ist ein normales Maschinengewehr. Das klingt auch ganz anders. Ich glaube, es ist ein M249 oder was. Eben habe ich mich... Ne, ich habe mich nicht verfahren. So, okay. Ja. Auf jeden Fall, ich hätte mir gedacht, da ist ein Kaliber 50 drauf, aber nein. Es ist nur... Komm, ich schieb den einfach umher. Das ist einfach ein normales Maschinengewehr, was man auch kaufen kann. Das war jetzt ernsthaft eine voll einfache Mission. Ja, die war echt nicht schwer. So. Was? Hole Merle mit dem Todes... Achso, komm, sitz auf, komm. Ah, jetzt sitzt sich er hinten drauf, okay. Wo ist Hulk? So. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wo es hingeht. Okay, das glaube ich, kann ich mir auswendig auch merken. Ne, ist weg mit dem. So Leute, jetzt fahren wir nochmal dahin. Das sind... Ja, 700 Meter kann man sagen. Bär. Also konnte ich mich nur noch auf das vorbereiten, was kommt. Ich habe mich eingedeckt. Essen für 10 Jahre. Ich habe gedacht, du schießt, du Mongo, Alter. Hat Monate gedauert. Ich war für alles bereit. Ach, Arschlöcher. Jetzt komm. Jetzt hat er ein MG und schießt nicht. Ja, okay, jetzt. Boah. So, jetzt da hoch noch 400 Meter und dann haben wir es. So, die Straße nach. Bin ich schon wieder. Warte, hat ein MG und trifft nichts. Ich glaube, ich werde bekloppt.
So, wo muss ich denn da abbiegen? Ich schätze mal hier wahrscheinlich. Einfach mal querfeldein, würde ich sagen. Boah, das war jetzt nicht gut. Alter Schwede. Okay, ich fahre jetzt einfach mal runden hier. Ich kann die gar nicht kaputt machen. Was ist los mit dir? So. Komm, hier ist auch noch so eine Box. Alter, ist der schlecht im Schießen. Ah, komm, Pistol, lass mich jetzt nicht im Stich. Ah, die muss ich mir alle selber kaputt machen, weil er zu dumm ist. Jetzt habe ich keine Muni mehr. So. Wo ist noch eine Box? Ah, da hinten ist noch eine. Komm, mach hin, Alter. Du brauchst mir hier so lange, du Sackgesicht. So, fertig. So, wo ist mein Truck? Hier ist er. So, Leute. Ich denke mal, das war jetzt das Ganze, glaube ich. Was mehr war es jetzt nicht. Okay, passt. Was ist los mit dem Punkt? Ah, ich habe einen Chip freigeschalten. Todeswunsch, geil. Gefällt mir aber nicht der Wagen. Ich hole mir lieber meinen. Meiner hat auch nicht so viel gekostet. So, ich nehme jetzt mein Auto. Das wäre dann. Ja, der da oben. Das ist jetzt Kaliber 50. Wartet, das ist Kaliber 50. Klingt auch schon ganz anders. Das macht übelst. Hey, lol, was machst denn du, Wichser? Guckt euch diesen Mongo an, der fährt. Der fährt jetzt einfach mit dem Auto. Alter Schwede, so ein Hirsch. Der fährt einfach mit meinem Auto. Ich hab den nicht mal gesagt, er soll fahren. Ja, soll er doch machen. So. Ja, Leute, ich sag danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich sag somit bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Bergveteran. Tschüss.